Denn so geht das ja nicht. So, wir erledigen den Raider. Aber gegen die Todeskralle haben wir einfach keine Chance. Wenn wir sie von hier oben triggern könnten, dass sie dann schon daherläuft, das wäre natürlich optimal. Aber wenn wir dann erst da runterspringen müssen und sie dann noch mutiert. Ich glaube, da hilft auch kein Heilen oder so, weil wenn wir uns heilen, also wir sind so oder so ein One-Hit. Gut, nee, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen dunklen Ort. Auf dem Weg, wie wir hier hingekommen sind. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Beziehungsweise ich will mich jetzt auch nicht ewig lange an so einer Todeskralle aufhalten. Die wird natürlich auch gut EP geben, aber... Ne, wir lassen es jetzt. Es ist nur sehen, dass wir irgendwie wieder hier den Weg nach oben finden. Beziehungsweise müssen eigentlich nur den Weg zum Aufzug finden. Ah ja. Ich frage mich auch, ob es noch einen zweiten Eingang gibt. Wahrscheinlich ist der zweite Eingang wirklich unten bei der Todeskralle, wenn man die dann besiegt hat. Naja. Dann verlassen wir diesen Ort. Erst einmal. Sollten wir uns aber vormerken. Hä? Ach, hier. Sollten wir uns auf jeden Fall vormerken, dass hier noch ordentlich Party am Start ist. Aber nicht für uns momentan. Ist irgendwie auch komisch, wenn man länger in einem Dungeon war, dann wieder an die Oberfläche zu kommen. Muss man sich dann auch erstmal wieder... Ist versperrt. Erstmal wieder an die Umgebung gewöhnen. Toter Raider. Noch ein toter Raider. Okay, dann wollen wir mal weiter auf Plündertour durch Cambridge gehen. Raider abschaum. Wie schnell läuft der denn? Okay, irgendwo tingeln hier noch welche rum. So, den nimmt er los. Na, Billardkühe hätte ich jetzt nicht zwingend mitnehmen müssen. Aber wir haben ja den Raketenwerfer jetzt, richtig? Ja, wir haben sogar noch volle 15 Schuss dafür. Sollten wir uns dann vielleicht für spezielle Anlässe, wie zum Beispiel eine Todeskralle, die wir dann auch irgendwann mal besiegen können, aufheben? Wow. So, kurz speichern. So.
Was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich habe bei meinem ersten Spieldurchgang habe ich tatsächlich dieses mit den Kronkorken, dass man mehr Kronkorken in Behältern findet, habe ich nicht geskillt. Und ich muss sagen, wenn man das von Anfang an oder relativ früh skillt, dann ist das doch gar nicht unerheblich, wie viel man an Kronkorken einsammelt. Kann ich nur empfehlen, falls jemand irgendwie durch mein Let's Play angeregt wird, nochmal Fallout zu starten. Cool. Das lohnt sich doch auf jeden Fall. Okay, das geht einmal rum. Oder? Ja, das geht einmal rum. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ah, hier ist noch was an der Wand. Das habe ich gar nicht gesehen. So. Also wirklich auch in so ganz kleinen Möbeln findet man, auch wenn es nur zwei Kronkorken sind, aber auf Dauer macht das doch ziemlich viel aus. Okay, was haben wir hier? Oh, hier sieht aus wie ein größeres Raiderlager. Ja, das ist eindeutig ein größeres Raiderlager. Oh, wie toll, wie ihn treffen. Nicht. So. Na, wo kommt der denn her? Okay, es ruckelt gerade. Von wo werden wir beschossen? Muss mal eben kurz was essen. Lego ein bisschen bringt nicht so ganz so viel. Okay, die wollen also in den Nahkampf. Ja, können sie ja mal probieren. Okay, nee. Mit dem Scharfschützengewehr bin ich noch nicht so skilled. Nochmal ein Maulwurfsrattenhappen. Kann ich auch mal wieder was herstellen, sehe ich gerade. Wir haben wieder ordentlich Salisbury Steak. Ist jetzt hier einfach runtergefallen? Okay, den müssen wir natürlich auch treffen, wenn wir direkt mit der Schrotflinte vor ihm stehen. So, den sind wir los. Dann nehmen wir nochmal ein Salisbury Steak. Süßkuchen bringt jetzt nicht so ganz so viel. Toreskrallensteak wäre eine Verschwendung. So. Irgendwo schießt noch wer auf uns. Oh, den haben wir weggefetzt. Okay, irgendwo da ist noch einer. Den sind wir auch los. So, der eine Raider ist hier hinten runtergefallen. Irgendwo. Ja, das könnte ich mir denken können. Jetzt müssen wir ein Stimpak nehmen. Das ruckelt gerade ziemlich heftig. Wo ist denn der Raider runtergefallen?
Da. Okay, das war aber noch nicht alles. Da sind noch ein paar mehr Raider. Hier ist eine Kochstation. Können wir aber während des Kampfes nicht benutzen. Gut, dann müssen wir uns erst um die letzten Jungs da auf dem Dach kümmern. Bürogebäude. Ah, da dient noch Munition. Okay, wenn wir Glück haben, können wir jetzt das herstellen. Ne, oder auch nicht. Ne, wir müssen erst wohl ins Bürogebäude und die Raider ausräuchern. Na schön. Grundkorken, Stimpack. Da geht's wieder raus. Wollen wir erstmal nicht. Wenn ich dich erwische, bist du tot. So, das ist alles schon irgendwie geplündert. Wir nehmen erstmal den Aufzug. Und schauen, wo er uns hinbringt. Nach unten. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt doof. So. Waren das alle? Oder? Da geht's nach Cambridge. Da war aber jetzt auch nichts mehr zum Plündern. Mal gucken, wo wir rauskommen. Jetzt hat sich das Geschütz aber bestimmt auch anders vorgestellt. Mist, jetzt nicht sterben. Aua, aua, aua. Okay, wenn wir jetzt an diesem blöden Geschütz gestorben wären, das wäre wirklich unnötig gewesen. Haben wir zwar zwei Stimpaks für verschwendet, aber... Hey. Dogmeat, bleib mal stehen. Okay, wir haben anscheinend noch nicht alle Raider besiegt. So, erstmal wieder ein bisschen was loswerden. Ach, jetzt habe ich das. Raketenwerfer brauchen wir auch erstmal nicht. Geben wir ihm erstmal wieder ein bisschen Schrott. Sehr gut. Die ganze Aufregung wegen nichts. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier hatten wir geplündert. Ah, laufen. Dass hier aber überall immer diese ganzen Minen sind. Ich sollte echt mal öfter auf den Boden gucken. Okay, den hat es jetzt weggefetzt. Ah, jetzt können wir braten. Können wir erstmal ein bisschen was herstellen. Anscheinend sind die Gegner gerade weit genug weg. So, das war's auch schon wieder. Wobei. Trinke, nein. Okay. So, da sind wir rausgekommen. Ist noch Munition? Kurzen Orientierungslauf. Kram. Nehmen wir mit. Und da sind wir reingegangen. Da sind wir jetzt praktisch einmal. Ja, wir sind einmal drumherum gegangen.
praktisch da rein, ins Gebäude rein. Und dann kommt man anscheinend hier wieder raus. Aber da leben noch Raider im Gebäude. Das heißt, wir waren noch nicht überall. Ich schau mal, ob wir irgendwie hier die Möglichkeit haben, nochmal in das Gebäude reinzukommen. Ah, ein bisschen Munition. Hier in der Ecke ist noch was versteckt. Da ist ein Meyerlurk. Ein legendärer Meyerlurk. Oh. Okay, also irgendwer hört uns hier immer noch. Dann gehe ich nochmal ins Gebäude rein, weil irgendwie müssen wir auch da an den zum Übergang da kommen. Ich gehe nochmal rein und da müssen wir theoretisch nur eine Etage nach oben. Jetzt halt die Frage, wie viele Etagen uns der Aufzug nach oben bringt. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich geht's da raus, genau. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Da müssten wir eigentlich dann über die Überführung kommen. Ja, richtig geraten. Und da ist noch die letzte Raiderin. So. Die lebt noch? Jetzt nicht mehr. Okay, irgendeine relativ coole Waffe. Ja, das nehmen wir jetzt mal alles mit. Können wir auch noch mitnehmen. So, wenn wir hier runterspringen, ist es relativ endgültig. Ja, hier ist es noch. Hier ist eine Laborstation, da können wir eigentlich mal wieder ein paar Drogen herstellen. Buffjet oder Bufftarts. Erstmal Buffjet. Können wir noch was herstellen? Psychojet können wir auch nochmal herstellen. Traubenmentats können wir auch eins herstellen. Jet Boost könnten wir auch herstellen, allerdings bräuchten wir dafür Apotheker Rang 1. Alles klar. Können wir ein paar Stimpaks herstellen? Ne, dafür fehlt uns zu viel. Alles klar. Wieder ein bisschen was gecraftet. Und die letzte Raiderin haben wir auch noch erledigt. Gut. Dann speichere ich nochmal ab und dann geht's weiter. Ist das der legendäre Meyerlurk? Ja. Ich speichere mal ab und probiere den mal. Okay, sind wir jetzt gerade gestorben oder leben wir noch? Ne, wir leben noch. Unser Hund lenkt ihn ab, sehr gut. Können wir ihm eine Breitseite verpassen und er hat sich geheilt. Okay, nee, das war keine gute Idee. Jetzt sind wir tot, aber ich wollte mich jetzt auch nicht unnötig nochmal heilen. Ne, den lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal Meyerlurk sein. Den ignorieren wir jetzt erstmal.
Okay, dann machen wir einen geschickten Rückzug nach hinten. Komm, Dogmeat, den lassen wir in Ruhe. So, jetzt sind wir hier tatsächlich an einem Fluss angekommen. Wo sind wir denn jetzt? In der Nähe von Cambridge Polymer Labs. Und dann sind hier die Brücken, die nach Diamond City führen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier hin, nach Polymer Labs. Labs, so. Und dann doch vielleicht mal langsam Richtung Diamond City. Würde sich ja irgendwie anbieten.